Und da bin ich wieder. Sorry, hatte doch eine Minute länger gedauert. Bin noch mal kurz schnell aufs Klo gegangen. Aber ich habe zumindest eine zweite Dose hingestellt. Sobald die andere gleich leer ist. So, Jagd. Jetzt haben wir ein gelbes Knicklicht. Okay. Wie wechsle ich hier Waffen? Ich habe keine Pistole. Ich habe jetzt nur den Jagdbogen. Okay. Hartholz. Mit Hartholz können Sie in Lagern Waffen verbessern und Pfeile herstellen. Davon haben wir noch mal Hartholz. Können wir damit irgendwas machen? Okay, nur draufklettern. Was bringt's mir jetzt hier? Nix. Okay. Was bringt mir das jetzt? Federn, okay. Mit Federn können Sie Waffen verbessern und Pfeile herstellen. So. Da vorne gibt es noch irgendwas. Noch mehr Hartholz. Nehmen wir auch mal alles mit. So, hier liegt das. Nehmen wir auch mit. Möglichst viele Federn. Und hier liegt auch noch was. Überlebensverstecke. Vergrabene Überlebensverstecke enthalten eine Auswahl an Ressourcen. So, ich kletter mal hier rüber. Diese Ruinen hier, mongolisch. Karte aktualisiert, Geheimnis entdeckt. Archivarkarte. Archivarkarten enthüllen auf der Karte die Position von Dokumenten, Relikten und Wandgemälden. Ah, nice. Okay, hier können wir. Ich fange mal mit dem Relikt an. Da haben wir einen Hirsch. Zwei Hirsche. Lebt er noch oder ist er tot? Wo ist er hin? Da ist der Verletzte. Na komm. Jetzt haben wir ihn. Jagen Sie große Tiere, um häuten Sie Tierkadaver, um Felle zu halten. Okay, irgendwas müssten wir gleich dann fällen können. Verbessern können, meine ich. Da vorne leuchtet auch noch was. Hier. Was haben wir da? Nochmal Tierkadaver. Eine Krone von einem der Prinzen von Kiew. Wie ist sie bloß hierher gelangt?
hier besitze, hat sie bei seinem Tod getragen. Okay, ein Relikt haben wir. Nächsten. Wir haben hier noch ein Dokument. Okay, wie sollen wir da hinkommen, bitte? Okay, da hoch kommen wir auf jeden Fall. Hiermit. Ein Jahr lang ritt ich mit einer Armee der Mongolen als Abgesandter des Trinity-Ordens. Ihr Khan ist ein großer Kriegsherr, wenn er auch Heide ist. Unter meinem Einfluss wurden Nationen gestürzt, Städte verbrannt und Prinzen getötet. Immer auf der Suche nach dem Propheten. Unser Massaker an den Rus war nicht umsonst. Denn unter der Beute fanden wir endlich die Karte. Und jetzt, heute Morgen, nach langer Zeit in den Bergen, sahen wir Gebäude in einem grünen Tal, umgeben von Eis. Wir haben Kitesh gefunden. Ich erzähle dem Khan von den Reichtümern, die ihn erwarten, und das treibt ihn an. Aber der wahre Sieg wird Gott gehören, wenn wir die Lügen des Propheten von der Erde tilgen. Endlich wird die göttliche Quelle uns gehören. Noch ein Fähigkeitenpunkt, nice. Sprachkenntnis erhöht, kann jetzt Mongolisch. Ach, durch sowas lerne ich auch Sprachen, okay. Autsch. Hier oben war ich schon. So, hier haben wir noch ein Dokument. Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt, was ich konnte. Meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet. Die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten, waren aber schließlich siegreich. Ich habe das Grab so gut es ging versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt, dass der Prophet endlich tot sei. Ich drohte ihnen etwas und sagte, dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat, aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. Okay. Nächstes Dokument hätten wir hier. Da. Ich sammle die alle ein, weil es gibt Erfahrungspunkte, es gibt verbessert einige unserer Sprachkenntnisse, sagen wir mal so. Wir haben den Bewohnern der Talstadt gesagt, dass wir am Morgen angreifen. Dabei werden wir beim Mondaufgang hinter dem Karasch vorrücken. Die Gefangenen aus den Schlachten im Westen werden unseren Vormarsch wie ein Schild decken. Wenige haben den langen Marsch durch die Berge überlebt, aber die übrig gebliebenen werden uns gute Dienste leisten. Die Stadt liegt glitzernd vor uns. Wir werden sie im Sturm erobern und mit unserer Beute heimkehren. So, und dann haben wir hier noch zwei Relikte. Ich hoffe, da kommen wir irgendwie hin. Ah, okay, da kommen wir nicht hin. Das bekomme ich noch nicht runter. Okay, wie machen wir das dann? Wenn wir da noch nicht hin können. Da haben wir eine Höhle. Ich will vielleicht dann doch erstmal den da hinten einsammeln. Autsch. Erkannt das Ding mich hier. Trinity, Sie sind hier. Zentrale, hört ihr mich? Oh Scheiße. Was war denn das? Ein Bär. Hörte sich nach einem Bär an. Wo muss ich? Wo ist das Dokument? Ja, ich will jetzt nicht die Anzeige haben, um auf Bäume zu klettern. Ich will wissen, wo das Dokument ist. Das soll ja hier sein.
Oder ist es über mir irgendwie, irgendwo? Hier, bist du glücklich, Spiel? Gut. Okay, da hinten haben wir aber eine Höhle. Dann würde ich eher das machen. Da. Da ist die Höhle. Was haben wir hier? Können wir die Fliegenpilze einsammeln? Ne, okay, schade. So, was haben wir hier? Erz. Magnesiterz. Da haben wir nochmal Magnesit. Hoffentlich. Hier nochmal. Also ich versuche, so viel es geht, hier mitzunehmen. Der Prophet und seine Anhänger sind im Schutz der Nacht gereist. Auf einem gewundenen Pfad entlang der Grenze des östlichen Reiches. Ich weiß nicht, wohin sie wollen. Und ich vermute, sie wissen es auch nicht. Aber sie wissen, dass wir sie jagen, bis die Ketzerei ausgelöscht ist. Das Gesindel im Grenzland gibt ihm Unterschlupf. Und ich finde es seltsam, dass mir keiner, der ihm geholfen hat, etwas von Belang sagen will. Selbst wenn ich mit dem Zorn Trinities drohe oder ihnen ein Messer an die Kehle halte, schweigen sie weiter. Sie sterben, ohne zu verraten, was sie wissen. Der Prophet hat eine seltsame Macht über andere. Noch ein Grund, ihn zum Schweigen zu bringen. So, Russisch haben wir jetzt ein bisschen gelernt. Ich würde dann jetzt vielleicht einmal kurz zurück zum Lager gehen. Wir haben ja einen Erfahrungspunkt, dass wir irgendwohin verteilen können. So. Aber hat mich jetzt gewundert, dass die Wölfe doch nicht hier waren. So. Fähigkeiten. 2 Fähigkeitspunkte sogar. Okay. Kämpfer, Jäger, Überlebender. Können wir wieder machen. 0 von 15, 0 von 17, 0 von 17. So, okay. Dickhäutig. Sie erleiden weniger Schaden durch feindliche Beschuss und Nahkampfangriff. Der Effekt verstärkt sich mit der Herz auf Stein Fähigkeit. Und sie erleiden erheblich weniger Schaden durch Explosion und Feuer, könnten wir machen. Setzen sie beim Ausweichen Feinde ohne Rüstung durch zeitlich abgepasstes Drücken von Y außer Gefecht. Feinde, die durch lautloses Killen erledigt werden, werden automatisch ausgeplündert. Oh, das ist auch super. Was gibt's denn hier eigentlich? Erlangen sie die Chance, beim Plündern von durch Bögen vererledigten Feinden Pfeile zu bergen. Erhöhen sie die Zielfixierung für aufgeladene Bogenschüsse. Erhöhen sie die Munitionsmengen, die sie an feindlichen Leichen finden. Tierschutzinstinkt. Tiere glühen bei der Verwendung des Überlebensinstinkts. Größere Tiere hinterlassen Abdrücke und Blutspuren, die einfach zu verfolgen sind. Oder hier schnellere Herstellung von Wurfobjekten und Munition im Lauf. Listenreicher Kämpfer. Feinde, die durch hergestellte Objekte erledigt oder außer Gefecht gesetzt werden, bringen mehr Erfahrungspunkte. Stellen sie aus roten Benzinkanistern Bomben und aus feindlichen Funkgeräten Annäherungsminen her. Landen sie aus beträchtlicher Höhe sicher und ohne Schaden zu erleiden. Rollen sie sich bei der Landung mit B ab. Erhalten sie Bonus-EP durch Überlebensverstecke, Dokumente, Relikte und Herausforderungen. Finden sie mit Überlebensinstinkten leichte Herausforderungsobjekte. Ich will vielleicht das hier machen, mehr Erfahrungspunkte. So, stellen sie Munition und neue Ausrüstung her. Kann ich denn hier herstellen? Jägerköcher, Abenteurerköcher, Tasche, Rucksack, Schaftpatronenhalter, Rotpatronengurt,
Gewehrmunition, großer Pistolenmunitionsbeutel, Pistolenmunitionsbeutel, großer Gewehrmunitionsbeutel. Munition könnte ich hier Pfeile herstellen. So, kann ich hier nochmal irgendwie was verbessern? Ne, jetzt nicht nochmal irgendwas verbessern. Schade. Ach, heute ist eh ruhig. Die meisten sind, glaube ich, selber momentan am Stream. Oder weil heute auch ein schönes Wetter ist. Wahrscheinlich sind auch einige unterwegs. Also ist auch in Ordnung. Manchmal kann es auch ruhig ein bisschen ruhiger sein. Ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht so. Tiefschnee. Schnee verlangsamt die Bewegung und behindert einige Aktionen. Super, jetzt darf ich rennen. Lara? Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Hi, Kami. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen. So, Vaniki, ich hoffe, du bist glücklich. So, heilende Ressourcen. Sammeln Sie Kräuter und Stoff, um eine heilende Salbe herzustellen. Okay. Kräuter sammeln. Diese Blätter sollten die Blutung stillen. Ich brauche einen Verband. Ja, Lara, wir machen gleich was. Kam, ich hatte gedacht gehabt, du bist heute selber am Stream. Stimmt, hatten wir ja gestern ein bisschen drüber geredet. Sorry, ich hatte das ein bisschen jetzt gerade verpeilt. Dann dir auf jeden Fall gute Besserung. Und dann genießt du diese kleine Auszeit. So, wir müssen jetzt zurück zum Bären.
So. Vanni, Kami, was haltet ihr von der Ritterrüstung, die ich für Lara hier organisiert habe? Also nicht organisiert, ich habe sie einfach angezogen, weil ich finde, sie sieht viel, viel nicer aus. Diese Pilze, die Fliegenpilze. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Jetzt kann ich die Pilze erst einsammeln, ernsthaft. Gibt's hier noch mehr Pilze? Sieht, schmeckt sie aus. Oh, das war ja, dass ihr auf sowas steht, war klar. So, okay, Pilze. Wo haben wir noch welche? Ach, mit Y kann ich draufhauen. Okay. Ich hatte mit X die ganze Zeit versucht. Jetzt kann ich die Dinger einsammeln. Gab's da noch mehr? Ja, da gab's noch mehr Pilze. Moment, Kami, sind das deine neuen Emotes? Ja, das sind deine neuen Emotes. Die sehen ja richtig nice aus. Wurde auch Zeit, ich wollte die endlich mal sehen, die neuen. Ist mir jetzt erst aufgefallen, dass es deine neuen sind. So, irgendwie, das ruckelt immer wieder, wenn ich da durchgehe. Ich glaube, ich muss wirklich nochmal was in Einstellungen machen. Ein bisschen runtersetzen. So. Vielleicht so. Weil ich sehe hier gerade auch beim Video-Encoder, hier beim Task-Manager. Es ist schon sehr hoch, was da verbraucht wird an Leistung. Es ist wirklich sehr viel gerade, immer noch. Ich mach das mal lieber auch aus. Ja, jetzt passt das wieder. Oder auch nicht. Da braucht sehr viel. So, okay. So, da muss ich hin. Ist das jetzt ein neues Lager für uns? Nee. Die Inschrift gilt vor allem einem Sieg im Kampf, aber sie haben wohl etwas in der Nähe zurückgelassen. Karte aktualisiert. Münzversteck entdeckt. Da haben wir ein Münzversteck. Da haben wir ein Dokument vergessen. Nein. Sollte ich doch etwas anfangen können. Ich sollte ins Camp und es versuchen. Wir müssen zurück zum Dokument gleich. So, da vorne haben wir auch noch was. Elsterblick regelt. So, Dokument. Nee, das wollte ich nicht. Berggipfel. Okay. Da haben wir das Dokument. Okay, an das Dokument kommen wir immer noch nicht ran. Da
Dann holen wir uns halt das Ding. Hier, hier sind die Münzen. Und nochmal zurück, um das Dokument zu kriegen. Vorausgesetzt, kommen wir da überhaupt wieder hin. Okay, das müssen wir runterschießen. Okay, ich muss wahrscheinlich wirklich hier wieder hoch an den Baumstamm. Oder? Okay, ich glaube, ich komme da nicht so einfach wieder zurück. Ich glaube, das Dokument können wir vergessen. Oh, da ist noch was. So, das nehmen wir auch mit. Ach, da dahin müssen wir. Und da sind noch mehr Kräuter. Hier. Die wollen wir auch noch mitnehmen. Ach so, wir mussten eh zum Lager. Ja, gut. So, nutzen Sie das Inventarmenü, um Giftpfeile herzustellen. So, okay, Giftpfeile. Voll. Hier ist jetzt nicht voll. Hier kann ich immer noch nichts machen. Ein Fähigkeitenpunkt haben wir auch wieder. So, ausweichen, Feinde ohne Rüstung durch Zeit abgedrückt außer Gefecht. Oder effizienter Killer. Feinde, die durch lautlose Kills erlegt wurden, werden automatisch ausgeplündert. Ich würde das hier machen, weil Pfeile ist schon rar. Da will ich eher versuchen, eher mehr zu sparen, sagen wir mal so. Gewickelte Sehne könnten wir auch machen. Muss mich ausruhen. So kalt, so müde. Nein, du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist zu bedeutend. Ich schere mich keinen Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen, nach allem, was ich für dich getan? Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages wirst du es verstehen. Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Na los, wir haben sie. Schnappt sie euch! Oh oh.
ist noch ein Camp. Das Feuer war noch warm. Sie können nicht weit sein. Over. Der Funk ist noch instabil. Bleibt in der Nähe. Wir müssen sie finden, bevor sie wieder auf Raubzug gehen. So. Herausforderung, Raffen und weg. Durchsuchen Sie Leichen von... Um die Spur aufzunehmen. Roger, aber Sie scheinen sich zurückgezogen zu haben. Das Primärziel ist, dass... Nice. Wieder Assassin's Creed Vibes. So. Einmal looten. Ah ja, den hatten wir schon. Hier haben wir Pfeile hergestellt. Nice. Lara, da lang. Ach, hier sind auch Pilze. Shit. Macht Meldung. Die Einheimischen haben Seilfallen gestellt. Pilze sind überbewertet. Das war gar kein Rückzug. Das war eine Falle. Die sind noch da draußen. So. Okay, da sind drei. Hier ist aber einer alleine. Wie kommen wir an dem ran, ohne... Ah, vielleicht auf diese Art, wenn er jetzt hier hinkommt. So, jetzt. So, Herausforderung abgeschlossen. Ratten und weg. 2000 Credits verdient. Insgesamt 2000 Credits. Was? Credits erhält man durch Erkundung. Verwenden Sie Credits, um auf dem... Ja, für den Marktplatz... Du hast heute doch nur 3,5 Stunden geschlafen. Oh, arme Kami. Na, alles gut. Wenn du hier einschlafen solltest und so weiter, alles gut. Ich nehme dir das definitiv nicht übel. Vielleicht ist meine Stimme auch angenehm genug, dass du vielleicht doch noch zum Schlafen kommst oder so. Ah, okay. Wenn die rot sind, dann wird das gesehen. Okay, wenn der sich hierhin bewegt. So. Exekution, nice. Das Funkgerät versucht, die Anlage reinzukriegen. Beim letzten Signal wurden sie angegriffen, dann kam nichts mehr. Das war kurz nachdem uns die Einheimischen bei den Ruinen erwischt haben. Dann kam ihr Rückzug von der Anlage. Das war eine organisierte Finte. Sie wollen uns aufteilen. Die Spionage-Crew hat das versaut. Das sind keine Bauern. Ja, das ist Guerilla-Taktik. Die wussten, dass sie das Funksystem angreifen müssen, sobald wir hier waren. Shit. Wir brauchen ein Aufstandsbekämpfungsprotokoll. Das sprengt den Zeitplan. Konstantin wird nicht begeistert sein. Ist aber besser, als sich im Dunkeln abknallen zu lassen. So, kann ich damit irgendwas machen? Nee. Ja, anschleichen konnte ich mich jetzt eher weniger gut an die. Wir machen uns bereit. Ich war auf dem ersten Flug nach Sibirien, um die alte Sowjetanlage zu schützen. Jetzt kommen jede Minute mehr an. Konstantin hat für die Neuen eine Rede gehalten. Ich habe mir das angesehen. Ich höre ihm gern zu. Wird nie langweilig. Der Glaube war nie was für mich. Das waren immer nur Worte. Das hier ist mehr. Es ist die Wahrheit. Ich war kaputt. Aber Trinity macht uns wieder ganz. Gibt uns ein Ziel. Eine neue Welt wartet. Selbst die, die nicht glauben, werden eine Rolle spielen.
Okay, hier müssten wahrscheinlich irgendwo noch mehr sein von denen. Da oben wahrscheinlich. Ich gucke mal. Ach, jetzt konnte ich das Ding einsammeln. Okay. Und hier ist noch eine Höhle. Und noch ein Münzversteck. Die Münzen sammle ich ein. In die Richtung, glaube ich. Da. Diesen Weg. Und hier sowas sammle ich auch alle ein. Da ist noch einer. Okay. Müssen wir doch ein bisschen vorsichtig sein. Hier. Komme ich hier nochmal hoch? Nö. Okay, wo ist der hin? Den will ich auch noch ausschalten. Ich bin in Sichtweite, glaube ich. Ey, ich muss das wirklich ein bisschen hier runtersetzen. Das fällt mir gar nicht. Das Leon stellt die Unterteilung der Geometrie und den Einsatz und Displacement Maps bestimmte Oberflächen detaillierter Datenkarte. Machen wir aus. Machen wir auch mal aus. Weil das frisst schon doch sehr viel Leistung von meinem Rechner. Das Spiel. Alle Teams Augen offen halten. Einheimischen haben im Wald Fallen gelegt. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch mehr sind. Hier. Das bekomme ich noch nicht runter. Da ist noch einer. Gab schon doch einige von denen. Wenigstens haben wir jetzt, glaube ich, die alle erledigt. So, was mache ich eigentlich mit den Dingern? Oh. Vielleicht kann ich das hier nutzen. Nein! Und weg ist das Ding. Um das da irgendwie kaputt zu machen? Oder aufzumachen? Oder ist das nur zum Werfen einfach nur? Nein, nicht hier. Aber hier ist auch noch eine Höhle. Okay. Möglichkeit gefunden, hier reinzukommen. Ein mongolisches Banner. Eine Art Fahne, die an einem Speer befestigt wurde. Das hier sieht ganz schön mitgenommen aus. Ja, ist auch schon alt. Noch mehr Pilze. Gibt's hier noch mehr? Da oben haben wir noch was. Ein Fell. Und hier haben wir Erz. Okay, da geht's nicht mehr weiter. Aber ich fand das krass, dass ein Pfeil
so ein Benzinkanister in die Luft jagen kann. So, ob das Ding fehlt da immer noch. Was haben wir hier? Karte aktualisiert. Forschertaschen enthüllen die Position von versteckten Ressourcen, Höhleneingängen und Truhen. Ich habe... Ah, okay. Hier Höhle entdeckt und... Ah, okay. Wir kommen selber wieder da. Okay. Aber kann ich... Das kann ich immer noch nicht machen, ne? Fehlende Ausrüstung. Das heißt, ich muss früher oder später wahrscheinlich doch nochmal hier zurück. So. Und Waffen-Upgrades wieder. Hier kann ich was verbessern. Upgrades verfügbar. Umwickelter Griff. Ein lederumwickelter Griff verbessert den Griff beim Führen mit einer Hand, wodurch beidhändig ausgeführte Nahkampfangriffskombos möglich sind, die sogar gepanzerte Feinde niederschlagen. Oder geschliffene Klinge. Eine geschärfte Schneide ermöglicht der Klinge tiefer in die Lücken einzudringen, wodurch die Stemmgeschwindigkeit erhöht wird. Ich kann nur eins davon machen. Ich würde den hier erstmal machen. Gegen schwerere Feinde. So. Und hier vielleicht. Irgendwie nochmal was. Effizienter Killer. Feinde, die durch lautlose Kills erledigt werden, werden automatisch ausgeplündert. Mache ich das mal. Ich loote gerne. So, und dann müssten wir hier, glaube ich, auch schon in dem Bereich, abgesehen von der einen Höhle, fertig sein. Was ist eigentlich mit ihm? Ihn kann ich nicht runterschießen, oder? Da ist noch jemand. So, und automatisch blutet. Gibt's denn noch mehr? Ich habe gedacht, wir hätten alle. Wie viele sind denn hier von denen? Oh, ich glaube, ich werde gleich nochmal gegen den Bären kämpfen dürfen. Also, dem Bären wieder begegnen. Verdammt, er ist noch da. Ja, super. Besiegen Sie den Bären. Ja, toll. Hier haben wir Muni. Muni ist voll. Aber der hat schon ein bisschen Schaden von uns bekommen gehabt. Zu eng zum Kämpfen. Ich locke ihn raus. Was? Nee. Jo, renn. Lara, den Kampf schaffst du nicht. Nein. So, schieß.
Ah, verdammt. So. Ich brauche Pfeile. Wo waren Pfeile? Da vorne. Nein. Komm. Ja. Okay, haben wir doch geschafft. So. Bärenfell. Erhalten überlebender Pack im Marktplatz einlösbar. Apropos. Ach, hier waren wir. Okay. In der Bärenhöhle. Dann kein Wunder, dass wir die nicht bekommen hatten. Pilze sind voll. So, komm. Halbautomatische Pistole. Waffenteile. Stemmen Sie Truhen auf, um Waffenteile und Upgrade-Werkzeuge zu finden. Sammeln Sie alle Teile einer Waffe, um sie in Basislagern freizuschalten. Der flüchtige Prophet hat das Reich verlassen und bewegt sich nach Norden. Ich bin jetzt in unbekanntem Gebiet. Der Trinity-Orden war deutlich. Ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen und die Ketzerei auslöschen. Ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben, aber er entkommt mir. Er durchquert das Land der Chasaren und den Kaukasus. Hier bin ich im Nachteil. Ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches, aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren. Der Prophet, so scheint es, spricht jede Sprache wie seine Muttersprache. So, das würde ich auch gerne eigentlich können. Wenn man das kann, ich fände das richtig geil. Ich kann leider zu wenige Sprachen. Und hi Nicole. Alles klar bei dir? Hm, soweit ganz gut. Auch ein bisschen müde, hab ein bisschen viel gepennt heute, weil lange wach. Ah, du auch müde, okay. Da haben wir eine Sache gemeinsam dann. Verdammt. So, okay, ich will jetzt wieder hoch. Hier gab es bestimmt noch irgendwie was. Hier. Er hat das Land der Rus durchquert. Ich habe das Gefühl, dass er mich verhöhnt, wartet, bis ich einen Tagesritt entfernt bin und dann weiterzieht. Ich werde nicht wie erhofft vor dem Winter heimkehren. Ich habe bei einem kleinen Dorf an einem See namens Svetlojar Halt gemacht. Der Prophet hat hier gesprochen und man will mir keine Unterkunft geben. Ich habe am Ufer übernachtet und ein junger Mann, der eine seltsame Version des Symbols des Propheten trug, versuchte mich zu töten. Ich habe an ihm ein Exempel statuiert und jetzt starren die Leute mich böse an und bespucken mich. Ich muss bald weiter. Sein Virus verbreitet sich. Okay, haben wir auch. Russisch haben wir auch ein bisschen jetzt mehr gelernt. Kann das sein, dass ich da wieder hoch muss oder muss ich da weiter? So, und ja, Nicole, ich Prinzessin, genau. Ich gucke mal auf dem Map. Obwohl, hier hatten wir... Okay, wir müssen da wahrscheinlich weiter. Kalt.
Eine Pfeilspitze aus Knochen. Sie scheint mongolischer Herkunft zu sein. Das war ein Pfeifpfeil. Mongolische Schützen feuerten sie auf ihre Feinde ab, um sie zu ängstigen und zu verwirren. Okay, um solche Pfeile herzustellen, muss man auch erstmal auf die Idee kommen. Ein Pfeifpfeile. Ah, okay. Okay, halten, um zu tauchen. Und ein neues Lager. Wie nimmst du erst das hier mit? So, Inventar. Was können wir hier wieder verbessern? Ausrüstung können wir was machen. Jägerköcher, mittelgroßer, robuster Lederköcher, der die Tragekapazität für alle Pfeiltypen erhöht. Lederbeutel mit Verschlusslasche, der viele Patronen aufnehmen kann, erhöht die Tragekapazität für Gewehrmunition. Oder Pistolenmunitionsbeutel. Kleiner Lederbeutel, der die Tragekapazität für Pistolenmunition erhöht. Ich würde erstmal das hier machen. Wir sind ja eh mit Pfeil unterwegs. Den Jägerköcher erstmal. Wir haben ja noch keine Pistole mit. Und hier können wir nochmal was verbessern. Den hier dann. So. Hierfür fehlt uns noch ein bisschen was. Okay, da fehlt uns noch auch noch einiges. Schnellreise, ein Zielort verfügbar. Da haben wir auch noch was. Ich habe das nicht gesehen. Aber haben wir schon den Elsterblick. Optionales Herausforderungsgrab. Wo ist denn das? Da oben, okay. Eine byzantinische Kriegsgalere. Wie zum Teufel kommt die hier runter? Hier runter? Das hier, wir sind hier doch mitten auf dem Berg, oder nicht? Wie kommt die hier hoch, würde ich eher sagen. Hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Okay, wo ist das Herausforderungsgrab? Ah, okay, das ist der. Die will ich gerne mitnehmen. Eisschiff. Da oben muss irgendwas sein. So, was macht das hier? Sitzt fest. Das Eis gab nach und zerbrach ihr das Rückgrat. Egal. Ich wollte ihre Kanonen gegen den falschen Propheten richten. Aber nun ziehen wir zu Fuß weiter. Ich habe 6 der besten Trinity-Ordensmitglieder und wir haben auf Kosten der Matrosen Nahrung und Vorräte gehortet. Sie wissen es noch nicht, aber sie werden ihr Leben für die Sache opfern. Meine Männer und ich werden aus diesen Eishöhlen hinausfinden und weitergehen. Bevor das Schiff vom Eis verschlungen wurde, hörten wir Musik. Von Süden.
Das wird unser erster Halt. Aber erst muss ich ruhen. Die Kälte sitzt mir in den Knochen und ich bin schläfrig. Nur ein Nickerchen. Wahrscheinlich erfroren. Nach diesem Nickerchen. Ich glaube, das sind die ja auch schon. Apropos, warte mal. Ah, jetzt kann ich wieder mitnehmen. Okay, das ist... Ach, hier muss ich hin. Okay, jetzt können wir da hoch. So. Autsch. So, nochmal hoch. Beziehungsweise gab es auf der anderen Seite auch noch was? Ich glaube nicht. So. Lara, Beeilung, Beeilung, Beeilung. Okay, hat nicht so gefunzt, wie es funzen sollte. Und noch einmal. Ah, jetzt haben wir's. Geschafft. Mal sehen, was da oben ist. So. Ich glaube, von hier komme ich wieder runter. Sieh dir das an. Warum haben sie solche Reichtümer mitgeschleppt? Gute Frage. So, Muni. Es ist getan. Wir werden hier sterben. Geraldus und dem Wahnsinn des Trinity-Ordens sei Dank. Mein Schiff wird nie wieder Wasser sehen. Wir sind zu spät im Winter ins Eismeer geraten. Wir wollten umkehren. Aber Caraldus wollte diesen verlorenen Propheten nicht aufgeben. Er und seine kalten Krieger übernahmen das Ruder. Er steuerte das Schiff durch seichte Zuflüsse, bis es nicht mehr weiterging. Dann zwang der Bastard meine Mannschaft, Schlitten zu bauen und ließ uns das Schiff über Land ziehen. Wer sich weigerte, wurde getötet und exkommuniziert. Aber den Tod brachte es so oder so. Ich sorge dafür, dass er mit uns hier stirbt. Ich habe immer etwas Gift dabei für den Fall, dass das Schiff gekapert wird. Jetzt findet es andere Verwendung. Okay, jetzt wissen wir zumindest, wie das Schiff hier hingekommen ist. Es wurde hergezogen. Okay, neue Dokument und Wandgemälde.
Da haben wir noch ein Relikt. Ah, okay, und von hier könnten wir... Ah, ich nehme das hier eben noch mit. Und das hier auch. Dieser Kodex beschreibt die Bogenschusstechnik der Gegner des Byzantinischen Reichs. Neue Fähigkeit gemeistert, alte Fähigkeiten. Schießen Sie schnell hintereinander bis zu 2 Pfeile ab, ohne erst aus dem Köcher einen neuen ziehen zu müssen. Schießen Sie rasch Pfeile ab, indem Sie nach Abschluss des ersten Falls schnell RT drücken und loslassen. So, Gletscherkaverne. Hier haben wir direkt ein Relikt wieder. Eine byzantinische Brosche mit einem geheimen Bild auf der Rückseite. Wunderschön verziert. Dieses Porträt wurde verunstaltet. Es scheint den Propheten gezeigt zu haben. Sie mussten ihren Glauben wohl verbergen. So, Griechisch auch schon Stufe 2. Okay, nice. So, und